Ja, können wir machen. Bitrate ist etwas gestürzt. Bin knapp etwas unter 6000 Bits. Ja, keine Ahnung wieso, manchmal frisst der andere Stream mehr, dann ist mein Twitch-Stream dann etwas langsamer oder manchmal sind alle Beute auf gleicher Höhe. Schon, aber weil es ja verschiedene ist. Eigentlich habe ich drei Streams momentan am Laufen. Weil der auf TikTok läuft, das ist der von Twitch und TikTok ist der gleiche. Und hinter mir läuft eigentlich noch mein anderer PC, da läuft mein Offstream. Thank you.
Der positive Punkt ist, dass ich jetzt mal die Weltstufe erhöht habe, dass ich viel mehr Erfahrungspunkte aus den Kisten bekomme. Ja, ich hatte vorhin pro Kiste immer 15.000 bekommen, jetzt kriege ich 20.000. Weil schon in Gebiet 9 so viele Kisten gibt, geht das ziemlich schnell jetzt. Ich bin jetzt schon über die Hälfte von 77.
礼はいいわ。 礼はいいわ。
礼はいいわ。 礼はいいわ。
Thank you.
礼はいいわ。礼はいいわ。 礼はいいわ。 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 礼はいいわ。
Ja. Normalerweise ja. Ja. Ich bin absolut davon überzeugt, dass es beides gleichzeitig kommen wird. Schon. Was immer eine Sache ist, wenn so ein Studio Spiele sowohl für Handy als auch zum Beispiel für Konsole macht, da kann es ganz gerne kommen, dass es Unterschiede kommen mit den Releases. Zum Beispiel いいわ。礼はいいわ。礼はいいわ。 礼はいいわ。 礼はいいわ。 礼はいいわ。
礼はいいわ。 Thank you.
礼はいいわ。
Jo. Ja. 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 Aber wenn sie sagen, es ja, du hast keine Sperre drauf. Du kannst dein Konto kann gesperrt werden temporär. Oder komplett aus mehreren Gründen, entweder weil du dich nicht an die Community-Richtlinien gehalten hast oder Sheets benutzt hättest. Ja. Aber was wollen Sie denn für eine Bestätigung von der Identität? Was für eine Bestätigung wollen Sie denn für die Identität? Ah, das heißt, das wird nicht mehr angegeben. Ja. Ja. Okay. Ich bin mir auch sicher, dass ich ein ganz schön gut über 1000er bin mit den Stunden.
Ja. Mach da eine Umleitung von dieser E-Mail-Adresse. Ja, das definitiv. Das würde ich nicht machen, löschen. Aber hast du nicht schon versucht, den Support direkt anzuschreiben per Mail? Aber kann halt sein, weil
Auf dem anderen Konto hattest du nicht so viele Konten drauf verknüpft. Okay. Ich habe es auch auf allen Geräten gespielt. Richtig, weil die eigentlich war am Anfang von PlayStation Launch noch gar nicht die Möglichkeit für Konto zu übertragen. Das ist die kleine. Das ist eine sehr kleine Nummer.
Nicht zu viel, ich hätte ganz gerne mehr gemacht. Aber alleine wegen der Arbeit, wegen der Firma und all meine anderen Aktivitäten, die nehmen mir so viel Zeit weg. Ja. Es ist halt bei dem Game sehr interessant. Es ist sehr interessant, weil man kann es wirklich wie Nike nebenbei spielen. Wenn du wirklich weit bist, kannst du das Spiel wirklich automatisch auch laufen lassen. Kumpel von mir, der spielt das ganz oft neben Call of Duty, lässt einfach PC alles machen. So einfach, sogar hier bei Tower könntest du es nebenan haben, einfach mal, okay, nächste Aktivität und lässt einfach machen und du spielst weiter ein anderes Spiel. Nee, es ist eher ein Dungeon Crawler. Es ist eher auf das Prinzip basiert von Honkai Impact. Schon, du kannst aber auch nur besichtigen und geringe Aktivitäten miteinander machen.
Danke. Was? Was? Okay.
Ich bin in der eine sehr große Nervensäge. Ich gehe dem Support so auf die Nerven, dass die einfach Bock haben, mir zu helfen. Es gibt sehr viele Seiten, wo gar kein aktive Mail geben. Dann geht es so weit, dass ich einfach dann eine Business-Mail suche von denen. Und ich gehe dem dann auf die Nerven. Die können ja ihre Mails nicht einfach so ändern. Das heißt, irgendwann ist er gezwungen, mich mit einer Person vom Kundenservice in Verbindung zu setzen. Ganz klar, du schreibst ein Problem, dass du deine E-Mail wechseln möchtest, gibst am besten alle Infos rein, dass der das, wenn er es weitergibt an den Support, dass die alles haben. Immer schauen, dass die E-Mail so voll fertig ist, dass der Support nur die Änderung machen müsste. Genau, gibt's dann alle weiteren Infos, MiHoYo-ID, deine anderen Konten, die damit verknüpft sind, dass die auch sehen, dass das alles deins ist. So einfach ist es ja nicht. Du schreibst ja eigentlich ja mit dieser E-Mail am besten. Weil dann... Ne. Ja.
Ne, ich glaube nicht. Okay. Ja. Noch gar nicht. Es ist ein Open World, ja. Ja.
Nö, ich hatte mit denen nie ein Problem. Ja. Was? Okay.
Oh, das wird nicht mehr drin sein. Ja. Wieso das denn?
Welche? Das ist einer der neuen. Das ist einer der neuen. Das ist auch schon, glaube ich. Genau. Ich glaube, das ist ja. Willst du sehen, was ich ziehe? Ne. Ja, ich mache einen roten Dash. Einen Moment, ich mache die Übertragung auf. Kannst das wenigstens live sehen? Ja. Asuka, Asuka. Krieg ich King. ist überhaupt Sieg drin? Nein, das sind nur die... Ja, Limited. Ja.
Ja, ich hab's gerade gelesen. Der dritte Stern lohnt sich wirklich richtig, weil... Ja, weil es hat mit dem AT-Feld zu tun. Das, AT-Feld gibt dir eigentlich ein Schutzschild. So, es ist so, sie ist so etwas wie ein Zhongli. Und den dritten Stern ist eigentlich richtig geil, weil der spielt darauf hin, dass du dein Schild nochmal verstärken kannst. Ja. Ja. Was ist der sechste? Erhöht den gewählten physischen Schadensbonus, während der AT-Feld aktiv ist, auf 36% und den Flammenschadenbonus auf 24%. Wenn Standhaftigkeit Resonanz aktiv ist, während der AT-Feld aktiv ist, ignorieren Teammitglieder in der Nähe 15% der Schadensreduktion des Schildes ihres Ziels. Verringert außerdem alle Widerstände von Zielen in der Nähe von in der Nähe um 12%. Dieser Effekt kann nicht gestapelt werden. Weil bei King habe ich ja auch den dritten Stern. Beim dritten Stern. Okay, ah ja, stimmt, man sieht jetzt nicht mehr danach. Hier sieht man es mit der Matrize von Kings. Gewährt für 25% einen Schadensbonus von 8%, wenn ein Ziel von Zertrümmer betroffen ist. Bei wiederholter Erlangung wird nur die Wirkung der höchsten Stufe angewandt.
Ja, ich denke, für heute reicht es. Hab zwar ein gutes Teil von Gebiet 9 aufgedeckt. Was ich zwar auch direkt mache, sind diese kleinen Teleporte, die finde ich praktisch, weil die in dem einen Raum kannst du dann einfach von da aus überall hinkommen auch. Diese Arcanum-Passagen finde ich praktisch. Jetzt überall, wo ich war, habe ich die auch schon freigeschaltet. So, reicht dann für heute. Ja, morgen können wir wieder das Robo-Event machen. Ah, okay. Stimmt, die hattest du noch nicht gemacht.